Hallihallo, ihr Lieben, es ist Sonntag und es ist Zeit zum Wachswechsel. Nicht, dass ich nur Sonntag den Wachs wechseln würde. Der wird in der Regel bei mir jeden Tag gewechselt oder zumindest alle 2 Tage. Aber ja, heute dachte ich, ich nehme euch dabei mal mit. Alle Schälchen sind bereits leer und sauber. Und ich werde jetzt eine Tour durch unsere Wohnung machen und sämtliche Warmer neu bestücken. Und ich dachte mir, ich nehme euch dabei einfach mal mit und teile mit euch, was heute so bei uns in die Lampen wandern darf. So, hier in die Küche kommt der IBM Creations Candy Bar Coffee Ice Cream. Super leckerer, süßlicher Eiskaffeeduft. So, im Schlafzimmer gibt es den Coconut Water von Colonial Candle. Da gehen einmal zwei in die Polarlichtlampe. Einmal zwei im Schlafzimmer in den Candle Warmer. Das ist dieser mit Ventilator, der das so schön verteilt. Im Badezimmer geht der Make a Splash einmal in diesen Warmer. Zack. Und dann gehen noch zwei Würfe Make a Splash, zack, in diesen Candle Warmers So, hier im Flur kommt der Bright Pomelo and Amber von Yankee Candle in die Lampe. Und da kommen zwei so Ecken hier rein. Bin ich mal echt gespannt, wie der sich warm macht. So, hier im Durchgangsbereich darf es fruchtig orangig werden. Da kommt der Oodles of Orange rein. So, zwei Cubes. So, und hier im Wohnzimmer gibt es ebenfalls den Oodles of Orange einmal dort. Und dann noch zwei Cubes in diesem jenen Wäldchen. So, und hier im Wohnzimmer in dem Warmer gibt es den Aussie Plum. Zwei Cubes in dem. Zack. Und dann kommt noch ein Cube in diesen Warmer. So, und hier im Büro darf der Monster Jam Jelly Donut Angel Food Cake von L3 Waxy Wonders in die Lampe. Da kommen zwei so Bröckchen rein. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der warm schnuppert. Und oh, ich liebe diese Lampe. Ist nicht traumhaft schön? Allerdings werde ich die wohl nochmal hergeben müssen, weil die hat hier so eine Fehlstelle im Lack, was mich ja doch irgendwie stört, weil ich da immer hinschaue. Aber ja, ich denke mal, die wird ausgetauscht werden, hoffe ich. Und dann ist das Problem gelöst. Ansonsten liebe ich die, die ist so wunderschön. Ja, so, das war mein sonntaglicher Wachswechsel. Und ja, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch. Ich gucke diese Videos immer ganz gern von den amerikanischen ja, Wachs-YouTubern. Ist das ein Wort? Ja, wie auch immer. Könnt ihr mal sagen, ob euch das interessiert hat, ob ihr das öfter gern sehen möchtet. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend, ihr Lieben.